jetzt. Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Ja. Live Bites, gleich bei Kabel 1. Tom, ist dir eigentlich bewusst, dass dieses Prachtexemplar von Keks hier das letzte seiner Art ist? Na und? Herzlichen Glückwunsch und guten Appetit. Dieser Keks ist nämlich etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Weil? Weil in diesem Keks ein ganz besonders hoher Anteil von Schokoladenchips steckt. Echt? Echt. Das reinste Gaumenfeuerwerk. Oh, und wie der duftet. Warte, Nina. Gib mir den Keks. Ich muss ihn haben. Dann mache ich morgen auch dein Bett. Du machst mein Bett? Wow. Klingt nicht gerade nach einem Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Muss ich dich wirklich noch mal an diese leckere Schokoladenchips-Füllung erinnern? Ich trage morgen zusätzlich deinen Rucksack zur Schule. Jetzt komm schon, gib mir den Keks, Schwester. Sei nicht grausam. Ich bin nicht grausam. Ich verhandle. Zweimal Bett machen und zweimal Rucksack zur Schule tragen. Und wir sind im Geschäft. Das ist ja Wucher. Aber vollkommen gerechtfertigt, der Wucher. Okay, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Er gehört dir. Mmh, köstlich. Da waren ganz besonders viele Schokoladenchips drin. Tja. Geschäft ist Geschäft. Und die Bettdecke morgen bitte zweimal einschlagen. Ciao. Hallo? Na, alle bereit für unser Familienpicknick? Ach, das wird schön. Das wird schön. Ja, wird schön. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass wir was Wichtiges vergessen haben. Schatz, hast du das Essen eingesteckt? Ja, einen Kuchen für uns alle und einen Kuchen für dich. Was, nur einen für mich? Ja, egal. Das Geschirr. Nina, hast du an das Geschirr gedacht? Natürlich. Pappbecher, Pappteller und ein bisschen Pappe, falls wir zu wenig Pappe dabei haben. Pappe ist gut. Die Spielkarten. Aha, Tom, wir haben doch bestimmt die Spielkarten vergessen. Nein, haben wir nicht. Ich hab sie hier. Aber mit dir spiele ich nicht. Du schummelst immer. Du hast immer ein Ass im Ärmel. So eine Frechheit. Also unsere Kinder haben eindeutig zu viel Fantasie. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir irgendwas vergessen haben. Die Getränke. Ja, Molly, hast du an die Getränke gedacht? Molly? 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 Darf ich dich daran erinnern, dass du Molly aus ihrem Zimmer holen solltest? Nein, darfst du nicht. Elizabeth, ich habe vergessen, mein Handy abzuschalten. Susa, wie peinlich. Alle schauen uns an. Stimmt, du hast recht. Entschuldigung! Du blamierst mich bis auf die Knochen. Oh, mein Handy. Hallo. Für meine Freundin hier ebenfalls Entschuldigung. Ja, du, ich kann gerade nicht. Ich rufe dich zurück. Ciao. Oh, das ist mir so peinlich. Mir war noch nie in meinem Leben irgendetwas so peinlich. So, das reicht jetzt. Welches dämliche Vollrind hat jetzt schon wieder sein Handy angelassen? Hallo? Oh, ich kann gerade nicht. Ich muss ohnmächtig werden. Da kommt aus der Nachbarstadt ein Schüsschen herangesegelt. Mein Ball. Lass nur, Tom. Den klär ich. Mein Ball. Nee, Finn. Um das Kindergartenschüsschen kümmere ich mich. Ach Quatsch. Der ist so gut wie weggeköpft. Vielleicht, aber ich bin nur der Torwart. Und wenn ich sag mein Ball, dann ist das mein Ball. Aha, nur weil der Herr Torwart ein anderes Trikot trägt, denkt er wohl, er wäre was Besseres. Nein, aber der Herr Torwart hat zuerst mein Ball gerufen. Na und? Dafür habe ich lauter mein Ball gerufen. Okay, du hast es so gewollt. Mein Ball. Tsch, lächerlich. Mein Ball. Jungs, er war's. Er hat lauter gerufen. Aber er hat zuerst gerufen. Und ich rufe nochmal zuerst. Lauf! Man schmeißt seine leeren Packungen weg, wenn man die Kekse alle weggefuttert hat. Stimmt. Genau genommen hast ja auch du
die Packung leer gegessen, weil ich dir den letzten Keks gegeben hatte. Den mit den vielen Schokochips. Du erinnerst dich. Ich erinnere mich, aber ich möchte nicht drüber reden, okay? Trotzdem, ich habe keine Lust, ständig deine leeren Packungen aus den Regalen zu räumen. Was ist denn hier los? Nina futtert immer alle Kekse weg und dann räumt sie nie die Packungen weg. Petze. Nina, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst die leeren Verpackungen wegwerfen? Hm? Wie oft? 387 Mal plus dem jetzigen sind es 388 Mal. Petze mit Buchführung. Er hat aber recht, Nina. Bitte wirf in Zukunft deine leeren Verpackungen weg, ja? Genau, ich bring's dir auch gern bei. Mhm. Oh. Mhm. Ist doch ganz einfach. Hm. Haltet euch gut fest. Alles klar, Kids. Und erlebt neue Abenteuer mit Captain Baloo und seiner tollkühnen Crew. Ja. Gleich.